Er will noch einen saufen. Haust du rein. Vielleicht wachst du dann nicht mehr auf und gehst mir nicht mehr auf die Nerven. Ich meine natürlich guten Appetit. Hey, hallo. Ja, genau Sie. Entschuldigen Sie bitte vielmals, aber ich brauche dringend Geld für Twitch-Donations, weil ich ein Simp bin. Brauchen Sie einen Helden? Ich will ja meinen Mund nicht zu voll nehmen, aber es könnte durchaus sein, dass wir dieses Mal die epische Geschichte des Simp zu einem würdigen Ende führen, denn ich glaube, dieses Spiel geht nicht mehr allzu lange. Und damit willkommen zurück hier bei Who Needs a Hero, wo nur noch ein einziges magisches Totem fehlt, um diese Welt zu retten. Und ich möchte diese Welt retten. Für mich, für die Leute und für meine Elfenfreundin. Es gab auch ein Update, vorhin als ich Steam gestartet habe. 15 MB, vielleicht kann ich sie jetzt endlich heiraten. Das wäre doch cool, das ist schon ein neuer Dialog. Ich habe diese Elfenkuchen für dich gemacht. Sie kommen frisch aus dem Ofen. Danke. Cool. Nachdem du mich gerettet hast, konnte ich nicht aufhören, an dich zu denken. Ja, das sind die neuen Dialoge. Wir heiraten sie, liebe Leute. Die verlorenen Abenteuer. Ja. Hol die mal in die Gruppe. Wir brauchen so viele, wie wir kriegen können. Denn gegen den hier wird das relativ hart. Ich bin nämlich immer noch der Meinung, der ist böse. Magst du meinen Stab? Ich habe ihn mit der Wirbelsäule meines kleinen Bruders gemacht. Ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass das echt düster ist. Arts and Crafts mäßig ist das gar nicht schlecht gebastelt. Ja, es ist voll cool. Keine Sorge, er war schon tot, als ich das aus ihm gemacht habe, als ich mir seine Knochen geliehen habe. Ich habe auch Gefühle, weißt du? Ich drücke jetzt mal X, um das anzuzweifeln. Okay, ja, die Leute reden von mir, weil ich einfach so ein unglaublich epischer, cooler und gut aussehender Typ bin. Nein, ich will nicht in dein drittes Auge gucken. Denn dann passieren sehr, sehr schlimme Dinge. Und es beginnt wieder damit. Die Viecher sind hungrig. Es ist immer das... Ja. Ich suche nur nach meinem Baby. Hast du ihn gesehen? Ja, habe ich. Lügst mich besser nicht an, sonst ist es dein Kopf, den ich halte. Ja, cool. Es sollte jetzt auch, wenn das das Update ist, weitaus weniger wiederholte Dialoge geben. Das wäre ganz cool. Dann kommen wir schneller dahin, wo ich ja eigentlich hin will. Das verlassene Camp. Okay, als hätte jemand die Nacht verbringen wollen, aber es ist verlassen. Vielleicht kommt diese Person bald zurück. Ich kann das looten oder da schlafen. Ich will jetzt niemandem was klauen. Außerdem das Schwert im Lagerfeuer. Dark Souls? Ziemlich sicher. Dark Souls. Ich schlaf mal da. Okay, es ist niemand gekommen. Plus 10. Habe ich mir gedacht, dass mich das hielt, aber vielleicht hätte es ja noch was anderes gebracht, aber nein. Willst du mit mir trinken? Nein, ich habe eine Welt zu retten. Du, es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich kann nicht. Das hier ist wichtiger als das. Das Geld, was wir von unserer harten Arbeit haben. Nee, will ich nicht. Ich behalte lieber meinen Film. Dann bleibt mehr für mich. Wo ist das Totem? Ich muss einen neuen Move üben, den ich gerade erst gelernt habe. Vielleicht willst du mir ein bisschen helfen mit ein bisschen für ein paar Gold. Aber sicher. Ups, ich schwöre, ich wollte dich nicht treffen. Minus 5. Können wir mal ein 1 gegen 1 machen? Ich bin mir sicher, ich klopfe den komplett aus den Latschen. Manchmal denke ich darüber nach. Jetzt, da mein Bruder weg ist, muss ich meine Freundin nicht mehr mit ihm teilen. Und das alles dank dir. Gern geschehen, aber excuse me, what? Okay. 20. Nee, ich frag gar nicht. Ich glaube, manchmal ist es in dem Spiel am besten, man nimmt es einfach so hin, wie es ist. Da kann man ja eh nichts dagegen machen. Er ist hungrig. Okay, die sich wiederholenden Dialoge sind immer noch nicht fixed. Ich habe den erst, als ich angefangen habe, gefüttert und jetzt ist schon wieder was los. Das ist ja unglaublich. Aber ja, manchmal bei dem Spiel zu fragen, ist einfach eine blöde Idee. Es ist so random. Ich habe gerade überall über mein Mauspad gespuckt. Mein Gott. Es ist so random manchmal. Ich frag gar nicht. Danke dafür, Follower. Geht's nur mir so oder hat ein Riese all dein Gold geklaut? Wenn du mir ein paar Seelen besorgst, kann ich meine hier Kraft stärken und ihn für dich killen. Ein paar Seelen? Ja, aber gerne. 100. Du wirst deine Rache haben, mach dir keine Sorgen. Minus 10 Fan. Hey, so ein bisschen böse sein darf man ja auch. Ist ja immer noch ein Rollenspiel. Okay, es ist auch immer dieselbe Piratenspinne mit demselben Muster. Wann immer ich ihn aus den Latschen klopfe, spawnt er irgendwie ein paar Meter weiter rechts. Und will wieder. Na?
Das ist so wie dieses Kind in Call of Duty, dass du die ganze Zeit killst und er rennt einfach weiter drauf. Die ganze Zeit. Nein, du kriegst keine Follower. Und du weißt auch immer, wo er herkommt, weil er immer aus derselben Richtung kommt. Er kommt einfach angerannt und unterbrochen und du schießt ihn einfach weg. Das Pferd der Prinzessin, vielleicht sollte sie abnehmen. Und das ist auch kein Ja, Nein, das ist einfach eine Feststellung. Hier ist irgendwas im Wasser. Irgendwas muss hier im Wasser sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wann kommt denn das dritte Totem? Eine Güte. Dauert ja noch Jahre. Level 69, though. Der Zeitreisende aus der Zukunft. Ich komme aus der Zukunft. 2020. Ich bin nur hier, um sicherzugehen, dass du Spaß hast. Hast du Spaß? Ach, ist das eine Review? Da ist es. Wenn du eine Review auf Steam hinterlassen könntest, wäre ich sehr dankbar. Ich muss jetzt los. Grimas Königreich braucht dich. Ich weiß, aber wo Totem? Wo Totem, frage ich. Ich habe nichts gegen dich, aber ich wurde angeheuert, um dich zu killen. Ach, das ist ja süß. Süßes Kätzchen. Oh, miau, miau. Oh, damit ist er raus. Den sehen wir nie wieder. Cool. Ich habe das Kätzchen wurde gestreichelt. Ja. Ein Fan. Es ist immer dasselbe. Einige Münzen, jetzt bin ich blessed. Das heißt, ich bin gleichzeitig blessed und cursed. Was mich blurst mal. Ey, Solaire! Ich will nicht, dass du Ärger machst. Wir hatten das Gespräch schon ganz am Anfang. Ganz am Anfang hatten wir das schon. Und er hat mir gesagt, ich soll keinen Ärger machen. Ich habe ja gesagt. Und dann kam er noch mehrfach und wollte wieder dasselbe von mir. Wir beten für ihn, ich loot ihn nicht. Das ist mir jetzt. Ich habe keine Lust auf dieses dumme Glücksspiel. Wo ist das Totem? Also, wenn man die Zeit noch einrechnet, die beim letzten Mal seit dem zweiten Totem vergangen ist, bis ich das Video beendet habe, müsste jetzt längst mal das blöde Totem kommen. Wo ist dieses dumme Totem? Komm, Totem, 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 Dankeschön. Jetzt pass auf, wie ich Pech habe beim Zug der Karte und das nicht gewinne. Das Totem Nummer 3, zerstören. Wehe dir, Spiel. Muss ich jetzt nochmal auf den Spawn warten? Eine rote Kreatur kommt dabei raus. Okay, das Portal ist offen. Ich habe das Ding nicht rechtzeitig zerstört. Whoopsies. Bist du mein Papa? Ich glaube, die Welt geht gerade unter. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen das Ende der Welt herbeibeschworen. Ich bin mir aber... Es passiert aber irgendwie nichts. Also muss ich... Ich muss auch noch... Nicht nur muss das Totem spawnen, was alleine schon Jahre dauert, gefühlt. Ich muss auch noch Glück haben beim Zug der Karte. Ja Mensch, da freuen wir uns doch. Okay, am Anfang war das Spiel noch cool. Inzwischen geht es mir gefühlt nur noch auf die Nerven. Aber, Gott, ey, es dauert so ewig. Das Königreich wird angegriffen, überall Blut und Leute schreien. Okay, wer auch immer die Monster kontrolliert, ist endlich da. Wir müssen ihn aufhalten. Ach, ist es jetzt doch richtig? Kann man das letzte Totem gar nicht rechtzeitig zerstören? Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Sind wir jetzt im Endgame? Da ist der König. Jetzt müssen wir deine Pose entscheiden als die Statue. Wie willst du sie haben? Kniend. Na, ein Mann der Leute quasi. Ich kann mir keine bessere Pose als das ausdenken. Ist ja auch nicht dein Job. Ist meiner. Du, magst du meinen starten? Ja, ja, war schon tot. Ja, ja, ja. Können wir jetzt zur Rettung des Königreichs kommen, bitte? Wäre ich sehr dankbar. Nein, natürlich. Natürlich, du. Okay, okay. Get wrecked. Oh. Der Stadt geht's echt nicht so gut. Sie sind alle tot. Alle. Als ich hergekommen bin, dieses Monster hat mich angestarrt. Es wollte mir alle Knochen brechen und sie als Zahnstocher benutzen. Okay, er braucht eine neue Hose. Ich hab genug. Ich gebe meine Position als Ritter auf. Das Königreich liegt in deiner Hand. Der Vater... Ah, der Pater. Was von ihm übrig ist, die untere Hälfte. Okay, ich dachte schon, das wäre irgendwie sein Bruder oder so. Er sagt, ja, hey, endlich bin ich alleine, der einzige Priester. Vorne ist ein riesiges Monster, aber ich gehe nirgendwo hin. Ich bin zu alt, um zu rennen. Vielleicht ist das meine Chance, reich zu werden. Gib mir 3000 Münzen und dann bless ich dich, damit du stärker wirst. Was sagst du dazu? Du wirst es brauchen. Ja. Ich will dein Geld nicht. Du brauchst... Hier, Frieden in deinem Kopf.
Viel Glück, Kollege. Level 80, noch 22 HP. Ich habe jetzt einiges an Angriff, ne? Ich werde dir keine weitere Chance geben. Wenn du jetzt drauf gehst, bin ich hier und warte auf dich. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Für 150 Seelen kann ich dein Leben heilen. Was sagst du? Ja, ich brauche alles, was ich kriegen kann. Eine sehr weise Wahl. Wenn du drauf gehst, dann wirst du diese Münzen eh nicht mitnehmen können. Ja, hallo. Der kontrolliert das, der Endboss? Also der Kleine kontrolliert das und das ist der Endboss. Es sieht aus, als wärst du endlich draufgekommen, wer hinter den Attacken steckt. Wurde auch mal Zeit, richtig? Sogar meine Großmutter wäre früher da drauf gekommen. Aber jetzt ist das alles egal. Meine Rache ist fast komplett. Und du bist der Nächste, der zu Futter verarbeitet wird. Für den Großen hier. Aber bevor ich dich umbringe, was hältst du von etwas Folter? 17 gegen 24. Das war's. Ihr habt das Königreich gerettet mit 26 Angriff. Okay, das ist das Ende. Und so endet unsere Geschichte. Der Abenteurer, der einst nur eine Unterhose trug und ein paar Socken, ist jetzt der Held der Menschen. Das Königreich von Grima hat sich immer oder hat sich danach wieder aufgebaut. Die Märkte sind zurückgekehrt zur Arbeit und die Leute liefen frei durch das Königreich ohne Furcht. Die Jahre vergingen und er reiste durch die Länder. Und sie haben sogar einen Kontinent nach mir benannt. Und eine Religion 10 Jahre später. Der König von Grima ist irgendwann mal draufgegangen, nachdem er von einer Riesenwespe gestochen wurde. Okay, die ein Virus namens übertragen hat. Jeder war sehr traurig darüber, aber sie wussten ganz genau, wer ein sogar besserer Kandidat für den neuen oder für den Königsposten wäre. Ich sollte neuer König, der Held sollte neuer König sein. Ich nehme das natürlich nicht an, logisch. Denn meine Reise konnte hier natürlich nicht enden. Denn wer braucht einen Helden? Na, vielleicht braucht ein anderes Königreich meine Hilfe. Okay, ich setze meine Geschichte fort. Ich suche Ruhm, Reichtum und Glorie. Okay, das heißt, das ist jetzt quasi das Endgame. Wo ich einfach nur rumlaufe. Endlos. Und gucken kann, was ich verpasst habe. Ich mache jetzt noch diesen Tag, wenn jetzt das Elfenmädchen nicht kommt und mich heiraten will, hat sie halt Pech gehabt. Weil, ich weiß nicht, wie viel länger ich das hier noch aushalte. Immer dieselben Dialoge, als am Anfang ist es noch cool und so. Aber meine Güte, ey. Tag 82. Kommt das Elfenmädchen jetzt? Das ist ihre letzte Chance. Sehr dumm gelaufen. Ich würde einfach mal sagen, das, was hier bei Who Needs a Hero... Das dritte Totem hat jetzt so Ewigkeiten gedauert, bis es gespawnt ist. Ich glaube auch, man kann das nicht gewinnen, weil sonst müsste man den Endkampf nicht machen. Es sei denn, man kriegt es dann einfach und schließt das Portal. Aber das wäre ein bisschen lame. Deswegen ist wahrscheinlich jeder Ausgang, den man da rausbekommt, nicht so geil. Wahrscheinlich heißt dann, ja, du hast das Totem zerstört. Also wenn man es gut macht, ja, du hast das Totem zerstört. Portal ist trotzdem schon offen. Lol. Aber ja, sehr, sehr cooles Spiel, auch wenn es darunter leidet, dass immer und immer wieder dasselbe passiert. Man könnte das, glaube ich, in einem Drittel der Zeit durchspielen, wenn es einfach viel runtergebrochener wäre oder wahlweise die Charaktere dieselben sind mit anderen Sachen, die passieren. Aber das ist halt, das fand ich teilweise hart nervig, dass es wirklich so ewig dauert, bis man mal irgendwo hinkommt, weil teilweise dieselbe Person dreimal am Tag gefühlt dasselbe von dir will. Finde ich ein bisschen nervig, abgesehen davon. Sehr, sehr cool, auch wenn es im Prinzip nur aus Ja-Nein-Klicken besteht. Sowas finde ich nice, so Make Your Own Adventures und so. Bin ich ein Freund davon und hey, ich habe die Welt gerettet und verdinge mich immer noch als Held, ne? Weil König sein, das ist schon ein bisschen lame. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. So, das Elfenmädchen hat jetzt Pech gehabt, wir könnten super glücklich sein, aber nein, sie taucht ja nicht auf.